Willkommen zurück, Leute! Heute zeige ich euch wieder eine Spielesammlung und diesmal die Nintendo 64 Spielesammlung. Ja, ich habe die Konsole von meinem Freund ausgeliehen, von Florian. Aber er hat ein Spiel vergessen reinzutun, und zwar South Park, mitzugeben. Ja, fangen wir da mal an. Spiele ich gar nicht, und zwar Rain Gretzky's 3D Hockey. Ja, spiele ich eigentlich nie. Habe ich nur einmal gespielt, um zu testen, aber. Dann, das ich letztens noch gespielt habe, Hydro Thunder. Man spielt Boote, aber man kann ja keine Kampagne, glaube ich. Ich weiß es auch nicht. Naja, egal. Ist besser als 3D-Hockey. Auf jeden Fall. Dann, dass ich auch einmal gespielt habe und es gar nicht mehr spiele, ist Mission Impossible. Ja, kann ich nichts zu sagen. Bin sofort abgekackt. Dann, ein sehr dummes Kampfspiel, wie ich finde. Und zwar Clay Fighter. Also das ist echt meine Kacke. Ja, man spielt Schneemänner und Kürbisse und so und hey, schlägt sich damit die Köpfe zu mir, aber man kapiert's nicht. Nee. Dann, was haben wir hier noch? Dann Command und Conquer. Ja, es ist so wie Age of Empires, bloß mit Krieg und so. Sonst wohl cool, aber. Nicht so mein Favorit. Dann, dass ich gar nicht gespielt habe, werde ich auch nie. Tetris. Fähre. Das werde ich nie spielen. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht und so. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Jetzt kommt von dem Niveau schon ein bisschen falsch. Einmal Turok. Turok 2, Seeds of Evil, ja, hast du mit einem Kumpel zusammengespielt. Und ja, man haut sich gegenseitig K.O. und so. Ja, kann man Cheats eingeben. Cheats! Dann Blast Corps. Ja, man muss Gebäude zerstören, Roboter oder Fahrzeuge oder was auch immer. Ja, nicht so berauschend. Kann man, glaube ich, auch gar nicht zu zweit. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Dann, boah, welches nicht lassen. Mann. Ah, das ist nicht mal. Super Mario 64. Super 64 Mario, wie auch immer. Ja. Manche lieben es bestimmt. Ich mag es nicht so. Aber es ist ja auch Geschmackssache. Ja, sonst ist es wohl lustig. Aber die Gegner sind echt nervig. Dann Top Gear Rally. Das ist schon mal das, nach meiner Meinung nach, das beste Rallye-Spiel, glaube ich. Ich weiß es noch gar nicht, kann man zu zweit. Man kann selber die Farben des Autos erstellen oder lackieren. Ja, zwischen Automatik und Gang, Automatik und Manuellschaltung, ja. Sonst irgendwie noch wohl geil. So, dann Zelda, Ocarina of Time. Ja, das
Das ist schon mal ein geiles Zelda. Also, boah, das ist geil. Ja, so geil auch schon wieder nicht, aber für Freaks. Nein, ich beleidige euch jetzt nicht. Weiß ich nicht. Und was man gut zu viert spielen kann mit Balloons. Mario Kart 64, ja. Das ist das beste Spiel für. Das ist nicht das Beste. Das ist das Beste, das ich jetzt habe. Also ausgeliehen. Und so. Ja. Man kann zu zweit. Ja. Kein Einzel, zu zweit. Zu dritt und zu viert. Weil zu zweit kann man, zwei Gegner haben Ballone, also das seid ihr, die Spieler. Ich muss euch gegenseitig mit Dings abwerfen, Panzern und so. Und zweimal allein die Strecke machen. Und mit Gegnern dann, ja, zu dritt dasselbe und zu viert auch dasselbe. Bloß, ja, mit vier Spielern und drei Spielern. Ja, ich kaufe mir die Konsole von meinem Kumpel noch ab, wenn er darf, für 50 Euro mit den ganzen Spielen. Mit South Park natürlich. Aber South Park habe ich leider noch nicht hier. Und dann wollte ich mir noch Super Smash Bros. Holen. Das ist meiner Meinung nach das geilste Nintendo 64 Spiel ist. Finde ich jetzt. Ich habe ein Video angeguckt bei YouTube, wo sonst? Und dann mit Zooey und Ali. Ja, okay, oh, ja, okay, erzähl weiter, ja, oh, geil, oh, ja, also, Epic Win. Ja, das wollte ich mir auch mal lassen holen und, ja. Ja, das würde ich Ihnen sagen. Das war die Nintendo 64-Spielesammlung. Ich sage Tschüss und bis dann. Abonniert mich!